9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next, boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Raised on a farm in South Alabama, yeah, the sweetest thing I ever known. Daddy's little girl, but she can run with the boys. Gotta tell you, she can hold her own. Pretty as a peach, tough as a boot. She's country down to the core. Little crazy, little sweet, ain't nothing that can beat a little lady in a jacked up Ford. I like a girl in a truck, a big four-wheel drive. Scary old Blair playing country boy can survive. She's down home, homegrown. Gets her diesel wound up and she'll be long gone. Got her old boots on, new straw hat. Any red-blooded country boy's gotta love that. Some guys like a gal that's all rolled up. Not me, I like a girl in a truck. Got mud on the tires, a dog in the back, a case of cold beer on ice. Some guys don't get it, she's a little hard-headed, little naughty and a little nice. I like a girl in a truck, a big four-wheel drive. Stereo Blair playing country boy can survive. She's down home, homegrown. Gets her diesel wound up and she'll be long gone. Got her old boots on, new straw hat. Any red-blooded country boy's gotta love that. Some guys like a gal that's all rolled up. Not me, I like a girl in a truck. She drives by, and all I see is a cloud of dust and this cowboy's dream. I like a girl in a truck, a big four-wheel drive. Stereo Blair playing country boy can survive. She's down home, homegrown. Gets her diesel wound up and she'll be long gone. Got her old boots on, new straw hat. Any red-blooded country boy's gotta love that. Some guys like a gal that's all rolled up. Not me, I like a girl in a truck, a big four-wheel drive. Stereo Blair playing country boy can survive. She's down home, homegrown. Gets her diesel wound up and she'll be long gone. Got her old boots on, new straw hat. Any red-blooded country boy's gotta love that. Some guys like a gal that's all rolled up. Not me, I like a girl in a truck. Not me, I like a girl in a truck. Ja, wunderschönen guten Abend, es ist Mittwoch. Und wie immer, Country Radio Revolution live 2 Stunden und wir haben heute ganz, ganz einen lieben Gast da. Wir haben schon viel geplaudert und ich weiß, ich kann euch jetzt schon verraten, wir werden viel, viel heute hören und viel super Musik haben und falls du beschreibst, schon da ist auch natürlich Live-Musik. Recht herzlich willkommen, Harry Kutscherer. Hallo, lieber Kurt, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ist eine große Anerkennung für mich, dass wir da 2 Stunden über mich ein Porträt machen. Ja, wir werden viel von dir, wie gesagt, erfahren heute und die ersten Fragen sind auch schon eingetrudelt. Wie es bei uns üblich ist, auf jeden Fall per Privatnachricht an Kurt Binger. Wenn ihr was wissen wollt über den Harry, dann schickt uns Fragen und wir werden alle beantworten. Und jetzt, da geht's dann los mit super Musik. Und wie gesagt, wir warten auf eure Fragen. Viel Spaß. It might break my heart if I break yours. It's a lose-lose kind of game if you're keeping the score. And it feels like something's coming down, and it may be a heart that's swinging out by those kind of games I played before. I didn't say I couldn't love.
ticket. Well, the train's at the gates waiting on you. And your hand is dealt and you got no cards, and you're playing with someone's played before. No, please after me, no, after you. I didn't say I couldn't love you. I never said I didn't. Was ich euch auch heute schon verraten kann, auf alle Fälle, ist, wir haben heute wieder eine Welturaufführung, Premiere von einem ganz tollen Song, der ist noch brandneu, den werden wir heute dann spielen und auch eine kleine Überraschung haben wir auch noch. Es gibt auch vielleicht ein kleines Duett dann live hier, ich tue nicht singen, das macht dann die Silvia, also wird eine super, super Sache werden. Wir haben uns einiges vorgenommen, ich bin gespannt, genau. Ich lasse mich da selbst überraschen. Ja. Wir begrüßen alle neu dazugekommenen Hörer, recht herzlich willkommen. Und jetzt möchte ich dir mal bitten, tu dir mal ein bisschen unseren Hörern vorstellen, was machst du so, wie lange machst du schon Musik, so ein Porträt einmal über dich, dass wir wissen, naja, also, was zu tun haben. Ich bin ein pures Favoriten, bin da bei der Spinnerin am Kreuz aufgewachsen, im Kaiser Franz Josef Spital zur Welt gekommen. Und mein musikalisches Schaffen reicht eigentlich zurück. So mit 11 Jahren habe ich die erste E-Gitarre bekommen von meiner Großmutter, dankenswerterweise, mit einem schönen großen Verstärker dazu. Und da hat es dann schon begonnen. Da hat es auf der einen Seite gegeben eine Schulband, die hat Airport geheißen. Und da war ich so 11, 12 Jahre und wir haben Hardrock gespielt und haben da schon die ersten Konzerte gemacht. Das war in erster Linie laut. Und der Stefan Weber war mein Werkprofessor in der Schule von Trade Wabal. Und das war einer unserer größten Fans. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das geklungen hat. Und das für mich besondere Projekt war immer, wir haben ein Wochenendhaus in Türnitz gehabt, in Niederösterreich. Und da habe ich eine Band gemacht mit zwei Leuten und wir wollten auftreten. Wir waren 12 Jahre alt. Und es hat zwei große Wirten gegeben in Türnitz. Den goldenen Ochsen und den schwarzen Adler. Beim schwarzen Adler bin ich eingegangen und relativ fresh und forsch wieder rausgeschmissen. Dann habe ich mir gedacht, na warte mal. Bin dann zum goldenen Ochsen umgegangen und gesagt, ihr habt ja einen Saal, gehen wir da nicht spielen und so. Und der hat sich dann eine Probe angeschaut und hat uns eingeladen. Langer Rede, kurzer Sinn, wir hatten 350 Leute. Es war gesteckt voll, der ganze Saal. Eine Mörderstimmung. Am nächsten Tag bin ich dann wieder zum schwarzen Adler gegangen und die wollten natürlich dann mich sofort für ein ganzes Monat gleich verpflichten. Also so hat irgendwie meine Karriere begonnen, schon mit 12 Jahren. Mhm. Mit Bands, da haben wir gespielt von Ambros bis zu SDS hat's glaube ich damals schon gegeben, Fürstenfeld ist gerade rausgekommen, bis zu The Stones, ein bunt gemischtes Programm. Ne? Also so hat das Ganze begonnen, dann die Jugend, da habe ich dann, die Schulzeit war nicht besonders aufregend, also da hat sie nicht viel abgespielt. Aber ich gleite jetzt schon ab, also das ist so, das waren halt die Beginne.
jetzt, was wichtig ist, ist da das Album, das rauskommt. Mhm. Ich werde dann noch ein bisschen über das reden, wie es dazu gekommen ist, was es für einen Anlass gegeben hat, der gar nicht lustig war, nämlich ein Spitalsaufenthalt, das mich dann so weit gebracht hat, diese Musik zu machen und mich über all das drüber zu trauen, was ich da heute präsentiere. Und das Album wird heißen Weit, weit übers Meer. Der Friedl Zittger, genau, richtig. Wie heißt der im Nachnamen? Friedl Zittger. Ja, den begrüße ich einmal sehr herzlich. Der hat eine Frage gestellt, wann es rauskommt und wo man es bekommt. Ja. Also es kommt in circa 1,5 bis 2 Monate raus. Das ist einmal so irgendwo das Ziel. Ich habe den Vorteil, dass ich selbst eine Plattenfirma und einen Musikverlag gegründet habe und ich mache das alles so, wie es mich gefreut. Das heißt, die Platten ist dann fertig, wenn es fertig ist und dann kommt es raus. Wird natürlich in erster Linie mal bei mir zu bekommen sein und dann suche ich mir nur einen Vertriebspartner. Mhm. Da bin ich jetzt erst dran. Also das ist die Frage für den Friedl. Wobei, da muss ich gleich sagen, muss ich dich unterbrechen kurz. Er lobt dich, aber er schreibt da gerade nämlich, du bist einer der wenigen Musiker, der seinen Fans gegenüber immer gleich rasch das auf ist nett Facebook und antwortet. Ich bemühe mich da wirklich und du musst dir vorstellen, ich habe ja jetzt eigentlich nur Radiosingles auf den Markt geschmissen und über diese Radiosingles um die, weiß nicht, 4.500 Leute haben sie dann bei mir irgendwie als Freunde und so weiter angestellt und ich versuche die wirklich so zu umarmen und sagen, Freunde, bleibt's dabei, es kommt das alles erst raus, ich werde erst einmal eine Band gründen und ich fühle mich da echt geschmeichelt und darum freut's mich auch und ich schreibe denen, wenn's irgendwie geht, sofort zurück auf Facebook. Mhm. Gut, ich bin wieder unkonzentriert, ich kriege noch so viele Fragen ein. Ja. Was mich auch interessiert, und der Uwe Schreiber ist schon da aus Deutschland, auch ein Musikerkollege von dir, der Wien Severet. Die Lieder auf der neuen CD von dir sind ja alle dann von dir selbst geschrieben. Alle selbst geschrieben. Und was mich fasziniert, du hast ja zu jedem Lied, kannst du eigentlich auch eine Geschichte erzählen. Ja, warum? Weil die Lieder halt wirklich aus dem Leben sind. Und das hat begonnen alles mit Mein Engel auf Erden bist du, mit einem Lied für meine Frau, das werden wir dann später noch präsentieren, ist gleich ein relativer Hit geworden, Nummer 1 geworden in einer ORF-Hitparade. Mhm. Und da ist es losgegangen und das Engel hat mir einen Weg gezeigt. Da habe ich gewusst, ich muss im Mundart singen, das ist einfach das, was ich am besten kann. Und also möglichst authentisch aus meinem Leben. Dieses Album ist mehr, das ist eigentlich mein Lebenswerk. Das ist so, jetzt bin ich bald 50, da lege ich einmal Rechnung ab. Ja? Also da schaue ich mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, schaue mir meine Gegenwart an und über das habe ich Lieder gemacht. Und cool. Albumtitel wird sein Weit, weit übers Meer. Und da gibt es einen Titel auf der CD, der halt gleichnamig ist. Okay, weit, dann hol ich mir meine. Sprachlos einfach da. Das geht schon Monate nur so. Er hätte es niemals machen sollen, doch die andere hat ihm gefallen. Sie war so sexy und ein Traum. Er weiß, es ist seine letzte Chance. Er ruckt näher auf der Couch und schau dir endlich in die Augen. Weit, weit übers Meer fliegt der Hahn, der sie entgegen. Und weit, weit wie das Meer ist der Weg. Es ist weit noch Mitternacht. Jetzt haben sie so viel geredet und gewarnt, haben den Spielfilm glatt versandt. Das ist schon lang nimmer passiert. Ein altes Gefühl kommt plötzlich auf. Er holt die Urlaubsfotos. Schon bis draußen heller wird.
Ja, und heute einmal gleich zu Beginn an alle, die krank sind, und ich weiß, dass ihr viel krank sind, schnell wieder gesund werden, liebe Freunde. Danke, Alfred, dass du uns kurz zugekocht hast und auch dir baldige Besserung, so wie Elke Brux, die am vergangenen Samstag beim Coachy war vor ausverkauften Haus, und die Vanessa und alle, wie gesagt, die krank sind, schnell wieder gesund werden. Richtig. Genau. Wir haben eine Frage bekommen, und zwar von Billy Shutterstock. Servus, freut mich, dass du da bist. Und zwar schreibt er, bei Tradiwabern war da auch der Falco in den Anfängen. Mhm. Und da möchte er wissen, ob du den auch kennengelernt hast. Ich habe den kennengelernt als relativ schüchternen Menschen mit etwas längeren Haaren damals noch. Als Bassisten von Tradiwabern ist er des Öfteren einmal gekommen in den Werkunterricht zum Stefan Weber. Auf Besuch, da haben sie halt irgendwas besprochen fürs nächste Konzert, und er war ein äußerst höflicher, lieber Mensch, also eher, da war er eigentlich der Hansi Hölzl, ne? Der hat ja immer so diese zweigeteilte Persönlichkeit gehabt, auf der einen Seite der gelackte Falco, der halt über allen fast ein bisschen präpotent gewirkt hat, und auf der anderen Seite ein irrsinnig liebenswerter Mensch, fast schüchtern. Und ja, mir war der Hansi Hölzl fast lieber, aber ich habe die Musik von Falco geliebt, und das ist natürlich ein Universum für sich, der Mensch. Ja, und viel zu früh natürlich von uns. Viel zu früh, ja. Gut, lieber Uwe Schreiber, freut mich, dass du da bist, und du schreibst gerade, es wäre schlimm, wenn du nicht da wärst. Das stimmt, weil heute hörst wieder Live-Musik mit der Gitarre, kannst wieder brav und fleißig mitspielen, aber dazu kommen wir dann noch ein bisschen später. Weil Uwe Schreiber spürt immer mit. Ah, das ist fein, ja. Das ist eine tolle Sache. Vielleicht können wir den nicht durchschalten, da ich brauche einen Solo-Gitarristen. Ja, irgendwann, ja. Er kommt aber eh nächstes, also bitte gesagt, heuer, weil früher haben wir besprochen, irgendwann heuer ist er in Wien, da werden wir irgendein Treffen organisieren, aha, dass wir sich da alle zusammensetzen. So, wieder zurück zu dir und deiner CD. Es haben ja, wie gesagt, du hast ja viel erlebt und viele, viele Texte, die da ganz tiefe Texte sind, wo du was erlebst und das Erlebte dann praktisch mit eingearbeitet hast. Ja, wir waren vorher noch bei der Jugend, das war dann, also ein tolles Erlebnis für mich war, dass ich dann rechtzeitig mit der Schule aufgehört habe, vor der Matura zur Freude meiner Eltern, und bin als Tennislehrer nach Kalabrien gegangen. Das war einmal so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich einmal ein halbes Jahr am Meer war und auf die Schule pfiffen habe und mir gedacht habe, habt ihr mir alle gern, habe dort italienische Musiker kennengelernt, habe ganz andere Einflüsse gehabt. In der Jugend hat mich eher so der Ambros und solche Leute gesessen, und habe mich damals Musik schon sehr mit der Musik beschäftigt. In Wirklichkeit. Und der Ambros war damals so mein bester Freund. Aber dann, ja, habe ich dann begonnen halt bei verschiedenen Bands und habe halt als Animateur und Freizeitbetreuer gearbeitet in verschiedenen Auslandsclubs am Meer, habe andere Einflüsse bekommen. Und ein einschneidendes Erlebnis war dann, das war glaube ich 1993 war das, da ist mein Vater gestorben im Wochenendhaus, und meine Frau und ich waren dabei. Und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt dabei bist, der hat sich ans Herz gegriffen. Er war 50, also wirklich total überraschend im Badezimmer. Ich habe ihn versucht, dann wiederzubeleben und so, das hat nicht funktioniert. Und natürlich, wenn du jetzt einmal so ein Lebenswerk machst, so wie dieses Album mit dem Andy Radovan gemeinsam, dann muss eine Nummer drauf, die mit meinem Vater zu tun hat oder sich auch ein bisschen mit dem Sterben, mit dem Tod beschäftigt, weil nur wenn man das macht, dann weiß man auch, wie wertvoll das Leben ist, wenn man weiß, dass es irgendwann vorbei ist. Ja. Und da habe ich ein Lied geschrieben, das heißt, am Ende von der Straße warst du, und das ist meinem Papa gewidmet. Ich hab keine Angst, wann ich mal gehen muss. Ich stell meinen Kragen auf, schau zurück. Da waren eine Menge Sonnentage und vieles war ziemlich verrückt. Wann dann der Winter in mein Seil kommt und ich im Nebel hilflos steh, geh ich geradeaus nach vorn, dem Ende des Weges zu. Weil am Ende von der Straße, von Gott und Leid verlassen, am Ende von der Straße wurdst du. Weil am Ende von der Straße, von Gott und Leid verlassen, am Ende von der Straße warst du. Musik.
Tag im Spiegel. Seit du nimmer bei uns bist, trag dich immer in mein Herzen und hab dich trotzdem oft vermisst. Ob einmal brecht der Tod heut jeden, und wenn er mich einmal erwischt, geh ich geradeaus nach vorn, dem Ende des Weges zu. Weil ein Mensch von der Straße, von Gott und Leid verlassen, ein Mensch von der Straße wart's du. Weil ein Mensch von der Straße, von Gott und Leid verlassen, ein Mensch von der Straße wart's du. Erst wenn man sich vor nix mehr fürcht, fängt man zu leben an. Hast du zu mir gesagt, und dann warst du als nächster dran. Eine Stimme von ganz oben flüstert, es kann gar nichts geschehen. Man wechselt nur den Gehsteig und ist einfach nimmer mehr zu sehen. Immer mehr zu sehen, nimmer mehr zu sehen. Und wir werden tanzen, wir werden feiern mit der ganzen Family. Der Himmel ist dann voller Geigen. Es wird schön, so wie noch nie. Doch ich möchte auch noch was erleben. Es gibt eine Menge noch zu tun. Erst wenn das alles vollbracht ist, find ich Frieden und meine Ruhe. Und ein Mensch von der Straße, von Gott und Leid verlassen. Straßen wart's du. Und ein Mensch von der Straße, von Gott und Leid verlassen, am Ende von der Straße wart's du. Das war eine ganz lustige Geschichte. Bei dem Lied haben wir einen Schlagzeug aus Philadelphia dazu genommen. Den hat der Andi irgendwie aufgetrieben, der also wirklich ein Mörderschlagzeuger ist. Der hat in Philadelphia eingespielt und hat uns halt dann die Spuren geschickt. Den haben wir jetzt für einige Nummern genommen. Ein großartiger Musiker. Begonnen hat das ganze Projekt mit dem Titel Mein Engel auf Erden bist du. Da ist mir ganz schlecht gegangen. Ich war im Spital, im Donauspital, wochenlang mit Borreliose, weil mir so eine blöde Spinne auf der Donauinsel gebissen hat. Oh. Und mein Nervensystem war komplett erledigt. Ich habe jede Nacht Kreuzschmerzen gehabt, war wirklich nahe dem Selbstmord, weil das hat sich über Wochen, über Monate gezogen und ich habe dann schon kaum mehr gehen können. Bin dann auf Reha gekommen und so weiter. Und in dieser Zeit habe ich ein Lied für meine Frau geschrieben, die sie unglaublich für mich eingesetzt hat, dass ich wieder gehen kann, dass ich wieder irgendwie auf die Füße komme. Und habe ein Liebeslied für sie geschrieben, das ich in der ursprünglichen Version, war das eigentlich ziemlich progressiv, das ist so losgegangen. Ich brauch keinen Papst und seine Brüder und auch keine Wahrsagerin. Da haben wir dann gesagt, naja, das werden sie wahrscheinlich, wenn ich so anfange mit dem Papst und so weiter, seine Brüder werden es nicht im Radio spielen, weil da war schon, ich habe das auf Facebook gepostet, da ist zurückgekommen, ein irrsinniges Echo, du musst das rausbringen, und die Sabina Kalupa, die Babsi Palu, die damals den Hit gehabt hat, gesagt, ich mache da den Chor,
Dann hat gleich die Bassistin, die Christine Matze, die bei den Motorbienen gespielt hat, geschrieben, ich mach den Bass. Und mit Andi wollen wir das machen, mit Andi Radermann und so weiter. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann ins Studio gegangen zum Andi, haben diesen Titel aufgenommen. Ein bisschen verschlagert das Ganze. Ich habe am Text nur ein bisschen herumgefeilt, weil man doch da besorgt, keinen Sinn jetzt da viel Geld hineinzuhauen in diese Produktion und dann wird's eh nicht gespielt aufgrund des progressiven Textes. Und wir haben es ein bisschen verschlagert und das ist dann, da muss ich dir die Geschichte erzählen, ich verschicke diese CDs an die Radiostationen. Habe ja keine Ahnung noch gehabt, weil das war meine erste Single in meinem Leben, die ich so irgendwie verschicke. Und gerade bei Radio Kärnten rinnt mir, bei uns steht immer ein Olivenöl am Tisch und ich schiebe dieses Olivenöl aus dieser Kanne und es rinnt über dieses Kuvert drüber von Radio Kärnten und ich denke mir noch, das ist eh wurscht, das ist immer ein Kärnten, was die werden mich nicht spülen. Gut, ich verschicke das, wir fahren auf Urlaub, wir sind in Südfrankreich unterwegs und bin in irgendeinem Hotel mit meiner Frau und plötzlich kommt ein E-Mail von einer deutschen Medienfirma und die wollten wissen, wer der Komponist ist und wo der Musikverlag ist und so weiter. Und ich denke mir, ich schreibe dem zurück, warum wollen Sie das wissen alles von mir? Und der schreibt mir, naja, Sie sind jetzt da unter die Top 15 am NDR, Norddeutscher Rundfunk. Und sage, warum ist das so? Ja, weil sie an Nummer 1 da sind in Kärnten, also in der ORF-Hitparade, das ist die sogenannte ORF-Schlagerparade. Und der hat mir dann so einen Schrieb geschickt, wo dann gestanden ist, 1 Harry Kutscherer, 3 Seher, Fendrich, alle hinter mir. Und man dachte, das ist jetzt ein Spaß. Ja. Und irgendein Musikerkollege möchte mich verarschen auf diesem Weg. Na gut, hab dem keine Bedeutung zugemessen, aber wir haben das dann über Livestream gehört, im Hotelzimmer. Und tatsächlich, es war schon Nummer 2 und ich habe zu Susi gesagt, du, das ist ein Blödsinn alles, glaub das nicht. Und dann, Marco Ventre hat moderiert, werde ich nie vergessen. Das war vor 2,5 Jahren zu Ostern und ja, auf einmal Nummer 1 Harry Kutscherer, mein Engel auf Erden bist du. Und dieser Titel hat mir dann so viel Selbstbewusstsein gebracht, es hat dann der Arnulf Brasch bei mir angerufen und gesagt, das ist der Lieblingstitel von meiner Frau, ich muss zu ihrem kommen, nach Klagenfurt, ins ORF-Zentrum und wir machen das für Licht ins Dunkel, nehmen wir das fürs Fernsehen auf und es ist wirklich etwas losgegangen. Ich habe plötzlich 1000 Freunde mehr gehabt auf Facebook und so und vor allem in Kärnten ist das losgegangen. Das hat sich dann nach Bayern ausgeweitet, ich habe dann dort einen Auftritt gehabt in Schwabing, wo auf einmal 300 Leute Wort für Wort diesen Text mitsingen. Also es war Gänsehaut pur, weil in Wien das überhaupt nicht mitkriegt in Wirklichkeit, dass das dort und da schon gespielt wird. Naja, spielen wir es einmal. Mein Engel auf Erden bist du für meine liebe Susi. Ich brauch keinen Urlaub in der Südsee, mein Auto fährt ohne Stern. Von Champagner krieg ich Bauchweh und ich schau nur selten fern. Meine Welt ist klar, doch ich bin glücklich. Mein Herz ruft jeden Tag Juhu. Denn ich hab alles, was zählt und in die Karten das größte Atom. Weil mein Engel auf Erden, mein Engel auf Erden bist du. Du bist mein Frau und mein Freund, mein Fels in der Brandung bist du. Du bist mein Engel auf Erden, mein Engel auf Erden bist du. Du kannst manchmal ganz schön streng sein, wenn's um meine Gesundheit geht. Und wenn mich irgendjemand angreift, weiß ich, dass hinter mir wer steht. So lang sind wir zwei schon beieinander, seit unserem ersten Rendezvous. Wo du bist, bin ich. Wo ich bin, da bist überall du. Weil mein Engel auf Erden, mein Engel auf Erden bist du.
mein Stern und mein Sohn und im Leben mein wichtigster Clou. Du bist mein Engel auf Erden, mein Engel auf Erden bist du. Ich spür den Wind, der uns weiter treibt. Pass gut auf, dass mein Engel immer bei mir bleibt. Und es ist alles nur wie es war, so beim ersten Rendezvous. Du bist mein Engel auf Erden, mein Engel auf Erden bist du. Du bist mein Engel auf Erden, mein Engel auf Erden bist du. Ja, und recht herzlichen Dank an die Leute, die da mitarbeiten. Der Billy hat gerade ein Video gepostet vom Harry, aber da kommen wir dann noch später hin. Facebook. Jawohl, ja. Oh, das Lied haben wir natürlich auch da, werden wir dann später auch noch hören. Und das haben wir schon in unserer Sendung gehabt, wie der Gast war, der Robert Schumi. Aha, ja. Da haben wir sie auch schon gespielt. Aber recht herzlichen Dank für die Mitarbeit. Und wie gesagt, Fragen bitte, ganz, ganz wichtig. Privatnachricht, mir dann alles gerne beantworten. Ja, Harry Kutscherer, was machst du sonst noch? Gibt es da noch mehrere Bands? Wenn ich mal, du musst ja von was leben auch. Ja, was, beim Album, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis dann eine eigene Band entsteht und so. Also, ein großer Sprung für mich war das Engagement bei den Motorbienen. Das hat mich dann schon ein bisschen hervorgehoben. Da muss ich kurz unterbrechen, für unsere Stammhörer, die wissen, Motorbienen haben ja schon einen Gast da gehabt. Die Regina Hebein. Genau. Natürlich, die Regina ist ein ganz, ganz tolle Kollegin von Anfang an gewesen, die haben mich sehr, sehr nett behandelt, weil ich war da wirklich neu. Also ich habe, mein Publikum war so 200-300 Leute und plötzlich haben wir vor 2.000-3.000 Leute gespielt. Ja, und da habe ich mich dann schon müssen ein bisschen zusammenreißen, auch vom Singen. Ich habe dann ein bisschen Gesangsunterricht nebenbei genommen, damit ich mithalt, weil die Regina und so weiter, die hat schon beim Ambros da gesungen und dort und da. Und also die waren schon sehr gut beieinander, ne? Mit den Mädels. Und da haben wir dann diese Musik der Wirtschaftswunderzeit gespielt und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil du weißt ja, der Schurli ist ja irgendwann also ausgestiegen und dann in späterer Folge ja leider Gottes schon gestorben. Und seit 10 Jahren singe ich bei den Motorbienen. Da werden wir dann später was spielen. Bei den Motorbienen habe ich schon vor vielen, vielen Jahren die Petra kennengelernt. Das ist die andere, die blonde Motorbiene, die ja ein Vierteljahrhundert dabei war bei dieser Band. Die gibt's ja schon ewig lang. Und das war ganz lustig. Ich wurde engagiert für ein Geburtstagsfest von einer Freundin von ihr. Und ich spiele dort ein paar Lieder und so. Und dann hat sich die Petra dazugestellt und wir haben halt ein paar so eine Session gemacht, haben ein paar Lieder von den Motorbienen zum Besten gegeben, gemeinsam. Und da sind dann die Leute nachher gekommen und haben geglaubt, es gibt uns miteinander und haben uns gleich engagiert. Also von diesem Fest weg kann man jetzt Linien zeichnen von einer Veranstaltung zur nächsten. Und das ist mittlerweile eigentlich ein wunderschönes Projekt, wo wir so covern, weil irgendwer hat da gefragt, ja, ob ich Covernummern auch singe. Und ja, ich mache das sogar sehr, sehr gerne, auch auf Geburtstage, auf Hochzeiten und so, weil da singen wir mal andere Lieder und die, die uns wirklich gefallen. Und zum Beispiel Stumbling In habe ich mitgebracht. Das habe ich mit der Petra gemeinsam gesungen. Da singen wir uns quer durch die Musikgeschichte. Von A wie Aber bis Z wie Zuckerl. Na gut, dann viel Spaß. Fire.
eine wunderschöne Nummer. Hat es dir gefallen? Das ja, ist meine super, liebe Petra, ja. die singt da auf meiner aktuellen Produktion mit. Gut, unbekannterweise liebe Grüße und die werden wir vielleicht auch mal einladen da, nicht? Ja, die hat einiges zum Erzählen, vor allem sehr mit gut. mir. Das ist sehr, sehr gut. Gut, ich möchte mich recht herzlich bedanken bei den vielen Fragen, die wir heute reinkriegen. Und der Billy möchte wissen, wenn man, du hast ja früher gesagt, hat, vor so vielen Menschen zu spielen. Also ich stelle mir vor, das ist natürlich ein tolles Erlebnis. Und der Billy möchte wissen, ob man da jedes Mal immer wieder noch dieses sogenannte Lampenfieber erholt. Wenn es in so einem Konzert so ist, wo alle auf die Bühne schauen, dann Show. Aber bei den Motorbinnen war es so, dass wir bei vielen Großheirigen gespielt haben. Tattendorf, Gumpolzkirchen, wo halt die Leute bei den Tischen sitzen und sich sowieso schon mal köstlich unterhalten und beim Wein sitzen. Und da habe ich eigentlich nicht so Lampenfieber, weil das beginnt meistens so langsam. Wir spielen uns einmal ein bisschen ein, die ersten kommen einmal zu, wir tanzen einmal ein bisschen. Und das ist sehr entspannt. Also da habe ich eigentlich kaum ein Lampenfieber. Ja, und es ist auch, der Peter Rapp hat mir immer gesagt, das ist eigentlich so schade, nicht, wenn jemand Lampenfieber hat und diese Nervosität in sich trägt. Und man hat eh oft nicht viel Zeit, sich zu präsentieren, gerade wenn du das so jetzt im Radio oder für Fernsehen was machst oder wie er bei der großen Show. Und dann steht einer da, der zittert. Ja, es ist schade, weil der bringt sich eigentlich selbst um eine gute Performance. Ist ne? ganz klar, ja. ja. Ich möchte nur ganz kurz, der Nick Paremba von der Luster Company hat gerade geschrieben zu den Lied, was wir gespielt haben, super Version, gefällt ihm sehr gut. Und du müsstest da wirklich da alles durchlesen. Brian Duckworth ist da auch lieber. Du, ich danke euch allen. Also es ist großartig. Da ist wirklich eine Stimmung benannt und es sind ja, wie viel haben wir? Knapp 1000? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Also, da mindestens, waren aber so um die 14 mindestens. Länder dabei. Ich weiß und es nicht. Das ist jetzt wirklich toll für ein Webradio. Da muss ich euch echt einmal gratulieren. Das sehr lieb, recht herzlichen Dank. Vor allem kommen wir mit dem Lesen nicht mehr nach, das heißt, wir werden das dann morgen abarbeiten. Danke, dass da heute wieder so früh aktiv geschrieben wird. Ihr seid ein Wahnsinn. Und wie gesagt, Fragen darf man gerne entgegennehmen mit Privatnachricht direkt an mich, Kurt Binger, und wir werden alles beantworten. So, jetzt kommen wir zu einem Highlight. Das heißt, zurück wieder zu deiner Produktion. Ja. Und ich muss jetzt ein bisschen in Harry reden lassen, ich muss da ein bisschen umbauen, weil das wird jetzt ganz eine interessante Sache werden. So. Ja. Es geht um Folgendes. Einer der wichtigsten Menschen oder der wichtigste Mensch bei meiner Produktion ist der Andi Radovan. Und den kennen ja vor allem die Austropoper schon mal sehr gut, weil er beim Fendrich relativ lang gespielt hat, war da auch musikalischer Leiter, hat mit dem Alexander Göbel einige Produktionen gemacht, zum Beispiel Sisyphus oder dieser Körper ist der nackte Wahnsinn. Ich glaube, das kennt man. Das ist von ihm produziert und geschrieben. Und dann hat er viele Fernsehserien vertont und Filmmusik gemacht und zum Beispiel den berühmten Kaiser mit dem Blues, der ist von ihm. Und da hat dann der Ernst Hinterberger den Text dazu geschrieben, zu dem Lied vom Andi und der Andi möge uns das verzeihen. Ich habe die Silvia eingeteilt, die macht jetzt praktisch die Marianne Ment. Ich habe es auch selber noch nie gesungen, muss ich dazu sagen, zu meiner Rechtfertigung. Aber es ist so ein schönes Lied und so ein schöner Blues, ich würde es gerne mal spielen. Am Rand von der Stadt, wo angeblich ja jeder ein Goldherz auch hat, sind ein paar Gassen und Haufen Westbahn und meistens leben ganz gewöhnliche Leute daheim. Es gibt Gutes und Schlechtes. Unser Leben regiert der Kaiser mit dem Blues. Wir sind kein Big Apple, keine ewige Stadt. Wir haben keine Straßen, was braucht das lang hat. Mit uns kann Wien nicht direkt brillieren. Wir lassen uns aber von niemand segieren. Ja, wir kommen auf die Welt und rackern uns zusammen. Zwischen Lachen und Weinen und Schmusen am Damm. Wir leben
klar, klar, aber trotzdem recht schön. Es tut uns nur leid, müssen wir irgendwann gehen. Es gibt Gutes und Schlechtes, unser Leben regiert der Kaisermühlenblues. Silber, jetzt kommst du nochmal drauf. Ich lebe in einem Grätzl, lebe in einem Grätzl, am Rand von der Stadt, am Rand von der Stadt, wo angeblich ja jeder ein Goldherzerl hat. Sind ein paar Gossen und Haufen weiß Bahn und meistens leben ganz gemeinliche Leute daheim. Es gibt Gutes und Schlechtes, unser Leben regiert der Kaisermühlenblues. Ja, wunderbar. Welturführung jetzt mit der Silvia live danke, on stage. Danke, Silvia, danke. Verzeihung, Andi. So kann man Lieder trainieren. Der Harry wollte eigentlich, dass ich mitsinge, aber ich bin halt leider sehr verkühlt und verschnupft. Und wisst ihr, thank God for the radio haben wir nicht gesungen und alles andere sehr, sehr schlecht für mich. Mein Andi ist ja ganz lustig. Ich schicke ihm ja immer mal Demos mit der Gitarre, nicht, wo ich dazu singe und sag, überleg da Arrangement dazu. Ich sage ihm dann meistens irgendwas, das nimmt er stillschweigend zur Kenntnis. Und im nächsten Fall, die Nummer heißt immer, immer wieder, da geht es ein bisschen um Griechenland, da hat er mir ein komplett anderes Playback geschickt und einen anderen Vorschlag. Ich habe gesagt, Harry, hör dir das einmal an. Er hat ganz was anderes. Das hat ganz anders geklungen und jetzt ist es ein bisschen Reggae-artiger geworden. Genau, der Billy schreibt gerade Blues in A-Dur. Richtig, korrekt? Richtig. Hast du mitgespielt? Ja, ich nehme an, wahrscheinlich hat er zumindest mitgesungen. Und die Marianne meint, war halt gut dazu, aber wir haben jetzt die Silvia heute genommen und ich hoffe, ihr wart auch sehr zufrieden damit. Gut. Ja, wir wissen, wir waren da jetzt leicht übersteuert. Danke für ach die so, vielen, doch. Vielen Infos. Ja, da müssen wir dann noch ein bisschen weg. Das ist wir werden bei der nächsten Nummer werden wir dann aufpassen. Recht herzlichen Dank für die Informationen. So, gut, Billy. Jo, schreibt er jetzt gerade. So. Ja, Thema Griechenland. Also ich bin ja genau. Ein totaler Griechenland-Fan. Vorher schon mit meiner Frau seit vielen, vielen Jahren runter. Wir haben viele Freunde unten und so. Und natürlich gibt's da einige Lieder, die mit Griechenland zu tun haben. Ich glaube, es sind auch heute einige dabei, die so von der griechischen Szene sind. Aha. Ich spiele auch bei einer griechischen Partie, da habe ich dann sogar liiert mit, wo ich griechisch singe. Vielleicht tue ich euch das heute auch noch an. Auf alle Fälle, die nächste Nummer ist eben so ein Vorschlag gewesen vom Andi, ein ganz anderes Arrangement. Und siehe da, auch die Nummer hat es in die Hitparaden ganz vorgeschafft. Ist ein Dauerrenner in den ORF-Programmen und kommt gut an. Weiße Häuser und ein blaues Meer, endlich im schönen Griechenland. Grad hat's noch kränkt daheim in Austria, jetzt stehen wir da im heißen Sand. Hab nicht viel Geld mit, aber so viel Zeit. Ein altes Zelt bis unser Schloss. Sie ist da unter einem Olivenbaum. Endlich die ganze Hektik los. Ich sing immer, immer wieder meine schönsten Liebeslieder, weil ich mich immer, immer wieder in die verlieb. Und ich sing immer, immer wieder meine schönsten Liebeslieder, weil ich mich immer, immer wieder in die verlieb. Im Sand führen zur Taverne hin, wo grad der Wirt die Sessel streicht.
hier ganz draußen vor der Segeljacht. Die beut den Horizont erreicht. Ich schau dich an, du bist noch schöner geworden, seit ich dich kenn von Jahr zu Jahr. Und wir ich grad von dir ein Foto mach, vor der Wind in deine Haar. Und ich sing immer, immer wieder meine schönsten Liebeslieder, weil ich mich immer, immer wieder in dich verliere. Und ich sing immer, immer wieder meine schönsten Liebeslieder, weil ich mich immer, immer wieder in dich verliere. In dich verliere. Wir sind jetzt praktisch in Griechenland und ich muss auch sagen, ich beobachte natürlich auch deine wunderschönen Fotos, die du da immer machst oder produzierst. Und was ich weiß, das macht der Frau. Das. Meine liebe Frau, die Susi. Ja, ja, das sind tolle Bilder natürlich, tolle Ambiente auch immer. Und Griechisch, kannst du eigentlich Griechisch auch oder ist das eher... Ich kann ein bisschen Griechisch. Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel mit dem Kostas, mit meinem Freund, der Bouzouki spielt, in Griechenland aufgetreten bin, kommen, glauben die Griechen, weil ich Griechisch singe, dass ich es gut kann, und kommen und reden irrsinnig schnell auf mich und ich verstehe nichts. Also es ist leider Gottes so, ich muss da noch viel lernen. Ja, ja, aber jetzt? Die Susi ist einmalig mit den Fotos, jetzt hat sie einen Fotokurs auch noch gemacht und bin wirklich froh, dass ich eine Frau habe, die mich da unterstützt, weil du weißt, was da extra einen Fotografen... engagierst für Griechenland, das kostet ein bisschen viel Geld. Schon. Bist du da oft in Griechenland? Oder? Sehr oft, ja. Also es hat Jahre gegeben, wo ich sogar 4 Monate unten war. Also so eine Wahlheimat, eine zweite. Eine zweite Heimat, kann man schon sagen. Nein, ja, nicht schlecht, dann würde ich sagen. Da haben wir ja eine zweite Nummer und das Ganze funktioniert bei uns so, der Andi hat in St. Pölten sein Studio, teilweise kommen dann Musiker zu ihm hin, teilweise, wie gesagt, der Schlagzeuger in Philadelphia, Bassistin, die Christine Matze, kommt meistens dann zum Andi. Bei der nächsten Nummer, die wir gleich hören, spielt der Kostas Bouzouki mit und der ist zum Beispiel zu mir gekommen, nach Floridsdorf ins Schlafzimmer. Da mache ich meine Gesangsaufnahmen. Aha. Und das Ganze schicke ich dann wieder dem Andi und es wird dann wieder zusammengemischt und so wächst die Nummer schon langsam. Und das Ergebnis hören wir jetzt. Kalimera, schöner Tag. Getünchtes Haus davor, ein blauer Tisch, ein Fischerboot am Strand und ein leichter Sonnenbrand. Basilikum am Fenster in einem großen Topf, eine Ikone an der Wand, die steigen schlafen voll mit Sand. Kalimera, schöner Tag. Du bist sonnig, du bist warm, du bist genau wie ich die mag. Kalimera, schöne Welt. Ich hab den Strand, die Sonne, das Meer und es gibt nichts, was mir da fällt, Kalimera. Die Pinie am Strand ist unser Sonnenschirm. Ich leg mich zu dir hin und du erzählst mir was von dir. Zum Mittag gibst du einen Fisch, den bringt der Janis mit. Mit seinem blaues roten Boot bringt er die Goldrassen in Not. Kalimera, schöner Tag. Du bist sonnig, du bist warm, du bist genau wie ich die mag. Kalimera. Ich hab den Strand, die Sonne, das Meer und es gibt nichts, was mir da fällt. Kalimera. Mein Bouzouki klingt am Meer viel schöner als in Wien. Da gehört sie einfach hin. Er klingt voll Zauber und Magie.
Der Uso und der Wein lasst mich ganz fröhlich sein. Komm, schenk noch einmal ein, dann sing ich dir eine Melodie. Calimera, schöner Tag. Du bist sonnig, du bist warm, du bist genau wie ich dich mag. Calimera, schöne Welt. Ich hab den Strand, die Sonne, das Meer und es gibt nichts, was mir da fehlt. Calimera. Ja, wir haben ja früher schon angesprochen, Regina, die Motorbienen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch noch nie so wirklich live einmal irgendwo gehört, aber wie lange gibt es eigentlich die Motorbienen schon? Du ein bisschen über das Projekt. Die Motorbienen gibt es seit 30 Jahren. Das hat damals der Schurli Weiß mit 5 Freunden ins Leben gerufen. War ursprünglich, glaube ich, eher ein Spaß in Mödling, halt so für Faschingsbälle. Und das hat sich dann so schnell ausgebreitet, dass die dann auf irrsinnig vielen Festen gespielt haben. Und ich war zu der Zeit, damals noch relativ in der Anfangszeit der Motorbienen, Fremdenverkehrsdirektor in Türnitz in Niederösterreich. Wir haben dort das Haus gehabt, ich habe dort zu diesem Zeitpunkt auch gewohnt. Und mit dem Toni Pfeffer übrigens, also mit dem ehemaligen Nationalteamspieler, das war der Obmann und ich war der Geschäftsführer. Mhm. Und wir haben immer große Feste gemacht. Und da hat es geheißen, na, wen nimmst du? Nicht? Das muss den Bauernburm muss die Musik fallen, aber auch den alten Menschen und allen halt. Und da hat der Direktor von der Raiffeisenkasse gesagt, der hat eine Band gehört, die Schurli und die Motorbienen geheißen haben. Und man dachte, das klingt gut, die nehmen wir. Und die machen halt Rock'n'Roll-Musik aus den 50er Jahren mit deutschen Texten. Und ich habe die Band kennengelernt und muss da sagen, ich habe die auch gesagt als Veranstalter und habe so einen Moment das Gefühl gehabt, wie wenn ich zu dieser Gruppe gehöre. Das war so ein komisches Erlebnis, das mich bis heute irgendwie verfolgt. Und irgendwie in meinem hintersten Köpfchen habe ich mir gedacht, wenn ich einmal mit so einer Liveband spielen könnte, das war schon geil, so eine Rock'n'Roll-Band, dann würde ich mir eigentlich die Motorbienen wünschen. Und das dann um Jahrzehnte später der Franz Leb von den Motorbienen bei mir anruft und sagt, du könntest du nicht einspringen, der Schurli fällt uns aus und so weiter. Und aus dem heraus hat sich das dann ergeben, dieses Engagement bei den Motorbienen. Und ich bin dieser Gruppe sehr dankbar, weil Rock'n'Roll-Musik zu spielen live ist, glaube ich, das Geilste, was du machen kannst als Musiker, mit so einer guten Band im Hintergrund. Ja. Du hast dich schon früher als Kind auch, glaube ich, so ein bisschen Rock'n'Roll. Das habe ich dir vorher erzählt. Ja, genau. Shakin' Stevens zum Beispiel, der war irgendwann einmal in Wien in Oberlau. Und die haben mir das angeschaut. Als Vorgruppe waren damals Old Formation. Die haben damals diesen Hit gehabt, Rain in the City and Water in my Shoes und so weiter. Haben mir das angeschaut, war total begeistert. Ich glaube, ich war 14 herum und hab dann zu Hause mit dem Besenstiel, habe ich mir irgend so ein Globerbüroin drauf gemacht, wie ein Mikrofon, und bin dann vor dem Spiegel gestanden und hab diese ganzen Gesten, diese Elvis-Posen und so weiter geübt. Es hat ja lächerlich ausgeschaut. Gott sei Dank gibt's kein Film Material. Aber dieser Rock'n'Roll hat mich nicht losgelassen, und dass ich das machen darf bei den Motorbienen jetzt schon seit mittlerweile 10 Jahren, ist ja eh eine Sensation, und ich freue mich und bin sehr dankbar drüber. Ja, wir haben ja da mit der Regina auch drüber gesprochen, ja. Bis damals war mich heute fasziniert. Was sagt die über mich? Nur Positives. Und mich fasziniert, ich kenne sie ja nur quasi von der Country-Szene mit den Wicked Wildcats. Ne? Ja, ja. Da sind ja einige von den Motorbinnen, genau. Von den jetzigen Motorbinnen bei den Wildcats. Ja. Genau, das ist ganz eine tolle Sache, und ich nehme mal auch, so wie die Regina einschätzt, lustig, ob das auch immer, speziell so bei Proben. Es so, ist oder? Immer lustig und du kannst dir vorstellen, die Feste, und die Leute sind so dankbar. Weißt? Natürlich haben wir ein älteres Publikum, ja, aber du, das ist ein dankbares Publikum. Wenn du da Lady Sunshine und Mr. Moon singst, ja, also die Connie Francis Nummern oder ich gebe Billy Ramsey zum Besten oder Peter Kraus, die schmelzen dahin. Ja, mit 17 oder wenn Teenager träumen. Also das ist eine Gaude. Ich ziehe mir so ein eierspeisgelbes Sakko, das glänzt in der Nacht, da kann ich heimgehen, Floridsdorf, und das leuchtet mir.
Also es schaut alles schrecklich aus. Die Damen sind natürlich umso schöner in ihren Petticoats und die Musiker sind schön. Österreich hat den Staatsvertrag gekriegt. Alles ist nach oben gegangen. Ja. Alles war Schubidubar und Lollipop. Und es war irgendwie die Zeit, glaube ich, sehr positiv. Jeder hat an die Zukunft geglaubt. Und das ist etwas, glaube ich, wir merken es bei den Konzerten, das den Leuten heute fehlt. Ja, dieser Optimismus, der, wenn man in die Zukunft schaut. Und zumindest für diese 3 Stunden, wenn wir auftreten, holen wir sie in eine andere Zeit. Gut, ich würde sagen, dann haben wir jetzt ein bisschen was davon gehört. Wir werden jetzt einmal ein little davon hören. Gut, die Mutterbienen. Mit dem Harry. Musiker für die Verliebten. Tino hat auf der großen Piazza einen Blumenstand. Gino wickelt die Damenlocken mit Künstlerhand. Niccolo schenkt den fremden funkelnden Vino an. Raten Sie mal, was könnte ich wohl sein? Ich mache Musiker, Musiker für die Verliebten. Musiker, Musiker, bei der man träumen kann. Musiker auf der Gitarre. Mit Musiker fängt die Liebe an. Angelino stellt meterlange Spaghetti her. Und Alfredo, der sucht nach Muscheln im Mittelmeer. Valentino macht Gipsfiguren, wird schlecht als recht. Glauben Sie mir, dass ich nie tauschen möchte. Ich mache Musiker, Musiker für die Verliebten. Musiker, Musiker, bei der man träumen kann. Musiker, Musiker auf der Gitarre. Mit Musiker fängt die Liebe an. Ich mache Musiker, Musiker für die Verliebten. Musiker, Musiker, bei der man träumen kann. Musiker, Musiker auf der Gitarre. Mit Musiker fängt die Liebe an. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening. Stand by. Wann ist wo was los? Country und Ländernsveranstaltungen. Wie, was, wann, wo? Countdown in 3, 2, 1. Ja, meine Lieben, und wir sind jetzt wieder bei den Terminen. Wir schauen so, was so los ist am Wochenende. Wir beginnen am Freitag, den 27. Jänner. Da hätten wir Günter Kramer live bei der ÖAG. Das ist in der Stallburggasse 2 im 1. Bezirk und es beginnt um 19.30 Uhr. Ja, und dann haben wir noch am Freitag, und zwar am Thurgauer Country Festival 2017, spielt am Freitag von 23 Uhr an unser Jack Wheeler. Das Ganze ist in der Festhalle Rügerholz, Festhüttenstraße 21 in 8500 Frauenfeld. Und wie gesagt, es beginnt ab 23 Uhr, spielt der Jack Wheeler. Ja, wir sind immer noch beim Freitag. Da hätten wir Michael Stone beim Huakball in Enns. Und zwar ab 21 Uhr und das ist in der Forstbergstraße 20 in Enns. Ja, meine Lieben, und jetzt wären wir bei Samstag, den 28. Jänner und da hätten wir den Countryball in Ansfelden. Das ist in der Traunuferstraße 21. Ja, das Ganze beginnt um 19.30 Uhr und dort habt ihr die Meadow Hill Band und John DC and the Troubleshooters. Und ja, dort haben wir auch Fashion bei Katharina. Ja, lieber Uwe Schreiber, ganz, ganz liebe Grüße an deine Nachbarin. Die CD, von der wir da jetzt da die ganze Zeit sprechen,
die ist ja noch gar nicht fertig. Das heißt, das dauert noch 2-3 Monate. Ungefähr, etwa. Ja. Ich mache mir da keinen Stress. Es muss alles super werden und muss dann noch gemastert werden. Und dann haben wir es aus. Und sobald die da ist, ist natürlich erhältlich und wir können da sicher euch auch helfen, wenn ihr es braucht. Ja, es gibt eine Homepage harrykutscherer.at und da werdet ihr dann immer aktuell informiert, wo es die gibt und so weiter. Genau, Facebook bist du ja zu erreichen. Ich wollte dich erst schon fragen, wenn man die wo buchen will. Ja, es gibt heute schon ein paar Charity-Anfragen und ich mache das auch noch für sich mit meinen eigenen Liedern sehr gerne, weil das auch, also abgesehen, dass man einen guten Zweck unterstützt, man kann auch die eigenen Lieder ein bisschen üben vor Publikum. Und ich nehme das gerne an, solange irgendwie dafür Zeit ist. Also nur raus mit diesen Terminen und ich werde es gerne unterstützen. Ganz liebe Grüße an einen Alfred Heider, das ist der Obmann von Kontext. Für die habe ich auch schon gespielt und ich grüße den Alfred sehr herzlich und wünsche ihm vor allem gesundheitlich alles Gute. Genau, und der hat uns gerade geschrieben, dass es im Mai wieder eine Charity gibt für ein 5-jähriges Mädchen, die einen Elektrorollstuhl braucht. Und wie gesagt, wir werden schauen. Wir schauen uns das auch, Alfred, ob dieser Termin frei ist und wenn, dann kann ich da gleich zusagen. Gut, und wir haben jetzt da eine Welturaufführung. Ja, ich bin heute schon ziemlich fertig und habe 4 Eckerte an, weil ich diese Nummer unbedingt noch fertig bringen wollte. Zumindest so, jetzt muss ich wirklich dazu sagen, da ist die Stimme ist so, wie sie ist. Also da habe ich jetzt nicht viel herumtan. Das geht dann normalerweise nach St. Pölten zum Mischen, dann geht's zum Mastern. Das ist jetzt alles nicht geschehen. Mhm. Der Andi würde mich schlagen, wenn er weiß, dass ich das jetzt da mache. Aber ich habe das so weit jetzt einmal aufbereitet, habe es noch schnell angemeldet und geschützt und was weiß ich. Und die Nummer handelt über Wien. Ist ein bisschen eine Persiflage. Ich schildere ein bisschen das Leben in Wien. Sehr authentisch, weil ich bin in Favoriten groß geworden. Ich bin dann mit meiner Frau nach Simmering gezogen und wohne jetzt schon seit 1995 in Floridsdorf. Also ich weiß, wovon ich singe in diesem Lied. Die Nummer heißt Bei uns in Wien. Ist auch recht eine lustige Nummer. Gut, wenn zur Erführung von Harry Kutscher das erste Mal für euch live gespielt, also nicht live, vorgespielt. Ja, so ist es. Bei Country Radio Revolution. Mein lieber Herr, gebiete sehr, Sie wollen noch mehr von mir, sonst lasst Sie das vermeiden. Dass Sie so ungut zu mir sind, ich meine Drame war doch wirklich gar nicht schnell. Ich kann nicht Delle auf der Stelle, wo ich drauf geworden bin, ist doch kein Grund zum Streiten. Die gibt ihr Nobel erst die Seine, es ist zum Freien jetzt dieser individuell. Frau Trafikantin, die Hydrantin, hinter mir drängt sie schon wieder bei mir Viere. Sonst noch ein Wurz, sonst geh ich fort, aber es gibt jetzt gleich ein furchtbares Malheur. Wo sie bin grantig, sie sind ranzig, schauen sie in den Spiegel, was sie sehen, wird sie erschüttern. Schauen wie ein Muppet aus der Wäsche und sind noch recht dabei, bin ich so ein Charmeur. So ist das Leben in der Stadt. Bei uns in Wien. Und ich leb mit ein goldenen Herz auch mittendrin. Hallo, lieber Herr Nachbar, Sie Herr Rockstar, es ist Szene, sagen Sie, lasst Sie das vermeiden. Dass Sie die Fenster offen haben und die Gitarren so, als war er die nicht da. Ich klopf mit Besen an die Wand und bin am Sand, ihre Musik ist eine Bestrafung. Jetzt ist er Ruß und dreht durch und spielt für sie ganz exklusiv das Lied vom Tod. Frau Polizist, mach ich's kein Mist, es ist ein Notfall, ich brauch dringend Zigaretten. Es war doch eh kein Dachsler da, ihr schleppt's mir an, jetzt ist mein Auto irgendwo. Sie sind eine fesche junge Frau, in dem Beruf lasst sie nicht wirklich was verdienen. Wenn sie schon auf der Straße haken, müsste ich ein Einkommen auf höherem Niveau. So ist es nicht.
Der grabt doch viel, der alte Hirsch ist auf der Pirsch, da ist kein Rehlein vor ihm sicher. Die zwarer Stirn ist sein Revier, so kurz noch vier, kommt er mit dem Besen auf den Gang. Da kommt der Maro mit viel Lockerl, er hebt mit dem Besen still ihr Rockerl und er röchelt. Seit meine Brüder liegt hernieder, spür ich die Körpermitte wieder, Gott sei Dank. Mein lieber Herr im Frühverkehr, sie drucken sie von hinten verdächtig zu mir zu. Bei mir sind so arm, ich bin nicht warm, wird sie und ich steig bei der nächsten Haltestelle aus. In der U6, das ist kein Hetz, da schwingt um 6 in der Früh schon wie im Wirtshaus. Da wird's nach Beisel und nach Häusl, doch so leid wird du und ich fahren endlich zu Haus. So ist das Leben in der Stadt, bei uns in Wien. Und ich lebe mit mein goldenen Herz auf Mittelfried. Äußerst ätherische Postbeschild von der Dreierstirn schon Sag's wieder. Sag's einmal, in a Liedl über unser Stadt? Das ist ja ein Stich in mein goldenes Wiener Herz. Eine Unverschämtheit ist das. Ja, dann huchen Sie es halt nicht an. Sie haben eh nichts gezahlt für die CD. Was haben Sie gesagt? Sie unnötiger Schlager, Fritze. Ich soll mir den Platten wo einschieben. Oh. Na, ich will Ihnen was zeigen. Ja, nicht schlecht. Und die Frage zu dem Die Wiener Lied, werden mich lieben. Genau. Und da ist auch zu dem Lied eine Frage gekommen, und zwar, ob du ein Vorbild hast, so wie zum Beispiel Horst Kmeler, weil das Lied klingt ja so... Das geht ein bisschen in seine Richtung, ja. Natürlich. Er macht ja wienerische Musik, wie er immer wieder betont, mhm. oder Musik aus Wien. Und natürlich, das klingt, das erinnert manche gleich an irgendwen und irgendwas, was aus Wien kommt. Und das ist ja auch bewusst. Ne? Gut, wir haben sehr aufmerksame Hörer. Wir haben da anscheinend eine Veranstaltung vergessen am Freitag. Da möchte ich nochmal alle Musiker, Bands und Veranstalter bitten, wenn ihr eure Termine bei uns im Radio haben möchtet oder auf unserer in unserem Country-Kalender, dann bitte schickt es mir unbedingt. Wir finden natürlich nicht alles oder kriegen nicht alles. Aber wir haben da noch eine Veranstaltung mit Andreas Meyerhofer am Freitag um 20.30 Uhr und zwar mit Andy des Violent Wing in Tem O Shantas Scottish Pub, Country, Austropop, Italo. Das Ganze ist in der Lichtensteinstraße 104 bis 106 im 9. Bezirk. Recht herzlichen Dank, lieber Erwin, für die Informationen. So, wir haben früher geredet ein bisschen über Charity. Und da gibt es ja einen, der auch sehr viel mit Charity tut. Kinder-Charity ist euer Ehrenpräsident sowie. Und den hast du jetzt auch kennengelernt. Wir sprechen der Frankie von Frankie 14. Yes. Hallo Frankie, falls du zuhörst. Den kennst du auch gut und ich habe dir da ganz... Gut nicht, aber wir haben uns jetzt bei der letzten Charity-Aktion, das war eine Benefizveranstaltung für die Krebsforschung vom Kurt Leimer in Brigittenau, in diese Haus der Begegnung, haben wir uns da kennengelernt. Und war da nicht Marina Che, glaube ich, war da auch. Ja, genau, genau. Sie war dabei, ganz eine Liebe, also Riegler, da habe ich ein bisschen Doris Riegler, jawohl. Die da irgendwann bei dir auch ist, die ist ja als Substitutin bei den Motorbienen, des Öfteren mit mir schon aufgetreten, also das ist eh eine Familie. Aber den Frankie habe ich noch nicht kennt und wir haben so hinter der Bühne, weißt du, wie halt Musiker miteinander plaudern und der war mir ganz sympathisch von Anfang an. Und das ist ja nicht bei jedem so der Fall, dass er so sekundenmäßig gleich eine Sympathie rüberspringt. Aber das ist ein ganz netter und das ist also wirklich eine Kapazität auch vom Gesang her. Ich habe mir da einiges angehört von ihm. Flowill ist ja eine Partie, eine Floridsdorfer Partie, auf die wir, glaube ich, alle stolz erkennen. Ja, es gibt ja diese Wiener Wahnsinn, ne? Die Donaustadt irgendwie repräsentieren. Und aber Flowill holt auf. Also die werden immer besser, die Burschen. Ja, nach Flowill, dann haben wir ja
Boogie Crackers, ja, und ja. Vienna Housemaster Project, ja. Dann Frankie Fardin Solo und mit, ich weiß ja gar nicht, also sehr, sehr viel gefragt. Jetzt hören wir was von ihm, gell? Wir hören auch was, nur früher möchte ich noch alle, wir haben so viele Musiker jetzt noch dazu kommen. Dado Eldorado, lass dich recht herzlich Dankeschön, grüßen. Dankeschön, ja. Dann ganz liebe Grüße nach Ungarn. Tom Kontor ist auch da. Hello Tom, jetzt müsstest du mir helfen, Englisch. Say hello, bye bye, Busserle, ich habe keine Ahnung. Tom Kontor übrigens für alle, die sich interessiert. An dem arbeiten wir noch. Im Juni live bei den Paradise of Horses Line Dancern zu hören. Also wer da will, im Juni spielt Tom Kontor bei uns sicher was ganz, ganz Tolles. Du hast gerade angesprochen, wir haben eine Nummer von Frankie Fortin, die ist auch brandneu, habe ich einer gekriegt. Rusty. Bitte, bitte. Jawohl, ja. Genau. Und zwar heißt die Rusty Old Hello. I know a man, rich as a king, still he just won't give his neighbors a thing. He'll get to heaven someday, I'll bet. He'll get up to heaven and here's what he'll get. Rusty old hill, skinny white cloud, secondhand wings full of patches. Rusty old hill, skinny white cloud, road that's a wound and out of scratches. People have them big shiny cars, swimming pools, fur coats and diamonds in jars. Real silver gates, real golden doors, digging up to heaven and trading them all for a rusty old halo, skinny white cloud, secondhand wings full of patches. A rusty old halo, skinny white cloud, road that's a woolly that it scratches. Fortin. Bravo, Frankie! Applaus von uns. Jawohl! So, zurück zu dir, zu deinem Album. Und da gibt es ja, wie gesagt, ganz, ganz tolle Sachen. Und erzähl mir ein bisschen über die nächste Nummer, die wir jetzt dann live hören werden. Nein, das ist nicht von mir. Nein. Und zwar, es war so, ich habe dir erzählt vorher, ein ausschlaggebender Punkt, dass ich dieses Album überhaupt produziert habe, war dieser Krankenhausaufenthalt, wo ich gesehen habe, man hat im Leben vielleicht nicht mehr so viel Zeit von einem Tag am anderen und man sollte doch das tun, was man gern tun möchte. Und ich bin dann irgendwie auf dieses Lied vom Georg Danzer gekommen. Da war ich wirklich dem Selbstmord nahe. Ich bin schon im Donauspital auf dem Fensterbrettl gesessen. Ich darf eigentlich gar nicht lachen dabei, aber ich habe dann an meine Frau gedacht und habe das Ganze vermieden. Und wie ich dann diesen wochenlangen Aufenthalt gehabt habe, ist mir immer wieder ein Lied irgendwie durch die Gedanken gegangen. Das ist vom Georg Danzer, Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Ich wollte eigentlich nur heim, ich wollte noch weiterleben, ich wollte einfach dort nicht verkommen im Spital. Und vielleicht spielen wir es gemeinsam jetzt oder singen alle daheim mit. Mal halt mich fest und halt mich warm. Halt mit dir versteckt in deine Arm. Früher sind wir stundenlang so klein,
lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. Lass mich einmal ich noch weiß die nicht, Sonne warum mich heute so friert. Und warum so finster in mir wird. Ja, ich glaub, es kommt ein schwerer Regen. Lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. Lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. Jetzt, wo alles wächst und alles blüht, dass mir im Herzen drin ganz damisch wird, fühle mich nicht entgruben, meine Lehn. Lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. Sing's mit! Lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. Ich geb zu, ich hab viel Fehler gemacht. Ich hab viel zu oft gemeint und viel zu selten gejocht. Aber lass mich da nicht sterben deswegen. Lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. Lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. 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 Ja, wunderschöne Nummer. Also, da wird man wieder jung. Also, das war ja so, die Lieder immer sagen. Ja, das für so mich eins der schönsten Lieder, ja, aus dieser ganzen Astropop-Zeit. Das auf alle Fälle. Bravo, Georg Danzer. Genau. Ja, ganz liebe Grüße an den Harry und an Mia. Das ist ganz lieb von dir, lieber Frankie. Und die haben gerade über die Christine Fröschl über ihr Handy zugehört. Sehr gut, super. Das freut mich. Busserle, dicks Busserle an die Christine und an die Frankie natürlich auch von uns. Ganz klar. Gut, freut uns, dass ihr dabei seid. So, jetzt da ist ja eins, jetzt da kommen wir wohin, Peter Rapp, den kennt man ja. Wie bist du ja nicht zu der Truppen, zu der Partie, das ist ja so schnell, auf einmal war er da, die Ausstupser, glaube ich, hast du richtig, die Partie. Richtig, ja. Und das sind ja viele Leute, die mir kennen von der Country-Szene natürlich, ja. Der Benji M. übrigens, den kennt er ganz gut, der Harry, den Benji. Na natürlich, wir haben ein bisschen spielen. War früher nicht mehr eine Frage von Billy. Also, Benji, also mit dem Benji spiele ich sowohl bei den Motorbinnern als auch bei dem Peter Rapp, bei den Anstupser. Und mit dem Peter, das war so, dass ich den Facebook-Song geschrieben habe. Also ich war im Burgtheater bei Mandy Radovan, wo er arbeitet. Wir sind zusammengesessen und er hat gemeint, du solltest einmal was Lustiges machen für dein Album. Nicht immer nur so Liebeslieder und diese griechischen Lieder. Naja, und ich habe dann einmal ein Thema überlegt, bin dann irgendwie auf das Thema Facebook gekommen, habe das aufgenommen und also eigentlich eine Persiflage und habe das ausgebracht, an die Radiostationen verschickt und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe, frag mich nicht warum, irgendwie dem Rapp seine Stimme zu meinem Lied gehört. Ja, also wir haben ja miteinander mit den Motorbinnen ja einige Auftritte gehabt. Ich weiß, wie er singt, wie er auf der Bühne so agiert. Und habe ihm dann sofort spontan angeschrieben, habe gefragt, Peter, willst du nicht das Lied singen? Das würde, glaube ich, zu dir passen. Und er hat, glaube ich, da keine Sekunde überlegt, er hat es schon gekannt. Und es hat ihm sehr gut gefallen. Und er hat sofort gesagt, ja, aber nicht in dieser Version, wie es das du gemacht hast. Und ich hätte gern so ein bisschen so mehr so ein Johnny Cash-Feeling, so Country-Feeling. Ich brauche den Schumi dabei. Na, dann war mir schon der Schumi dabei.
dann haben wir gesagt, naja, aber da gehört dann schon irgendwie ein Kontrabass auch dazu, irgendein Bass brauchen wir. Gut, Benji spielt mit, passt. Dann haben wir gesagt, ein bisschen an Rhythmus, okay, Florian Duchacek, der ja auch mit Motorbinnen etc. viel mit denen gespielt hat. Jetzt haben wir den auch dabei gehabt, haben uns bei mir in Floridsdorf im Wintergarten getroffen mit dem Peter, wir sind die Nummer durchgegangen. Und das hat uns so Spaß gemacht, dass wir dann gleich gesagt haben, wir machen jetzt gleich eine Band und machen gleich Auftritte, weil wir haben alle möglichen Nummern gleich gespielt im Wintergarten und wir haben gesehen, das funktioniert. Später dann ist auch die Tini Keinrad immer wieder dazugekommen als Überraschungsgast und das hat unglaublich Spaß gemacht. Diese Nummer singen sie in Tirol mittlerweile Wort für Wort mit. Also die wird seit Mai täglich gespielt auf Radio Tirol, weil ich habe das mit MP3 einfach ganz forsch einmal irgendwie verschickt an die Radiostationen und die haben da zugebissen. Und wir werden das jetzt gleich hören. Die Nummer heißt Ich bin auf Facebook dein Nummer 1. Stups mich nicht an, weil du weißt doch ganz genau, dass ich deine Stupserei nicht leiden kann. Markier mich nicht, tu das bitte wieder weg, sowas macht doch nur ein Hund, wenn er das Achsel hebt. Früher war man beim Heurigen auf ein gutes Glaserl Wein. Heute latscht mich schon zum zweiten Mal auf ein Online-Spielchen ein. Ich bin auf Facebook deine Nummer 1, schickst jeden Tag ein Herz im Chat. Nur im echten Leben hast für mich keins, ein Anruf war schon nett. Du warst einmal, es ist ein Sugar-Zwerg, heute gehst mit Haut und Haar den Zuckerberg. Dreh den Computer auf, vergiss dein Handy am Klo und komm vorbei einfach so. Das Profilbild hat schon 62 Likes. Blöd ist, dass dein Hund drauf ist. Von dir gibt's schon lang kein Nix. Ich weiß, was du isst, wenn's dein Taschen wo vergisst oder eines deiner Katzel nichts mehr frisst. Du warst heute beim Friseur und da gab es ein Malheur, weil der Akku von dein Handy war ganz leer. Ich kenn jeden Status, jedes Juhu und jeden Punkt, weil ich der gleiche Gesichtsburg-Junkie bin, genau wie du. Ich bin auf Facebook deine Nummer 1, schickst jeden Tag ein Herz im Chat. Nur im echten Leben hast für mich keins, ein Anruf war schon nett. Du warst einmal, mein süßer Sugar-Zwerg, heute gehst mit Haut und Haar den Zuckerberg. Dreh den Computer auf, vergiss dein Handy am Klo und komm vorbei einfach so. Dreh den Computer auf, vergiss dein Handy am Klo und komm vorbei einfach so. Ja, das könnte irgendwo mein Lied sein. Lieber Harry Kutscherer, ganz liebe Grüße von der Marina C. Jö, die Marina, das ist eine ganz, ganz liebe. Die hat und sich auch sehr eine gefreut. Gute. Genau. Ja. Und wie gesagt, die kannst du bei uns am Friedels Bierhaus, heißt es, am 10. März live on stage hören. Ist schon Nick Poremba ja. Und Chiara aus Deutschland. Ein bisschen Werbung müssen wir einmal machen. Na, natürlich. So, ganz wichtig, die CD, was wir jetzt, also das, was wir jetzt gerade gehört haben, das Lied, erstens einmal, wo habt ihr das aufgenommen? Wir haben das aufgenommen beim Gary Lux in Klosterneuburg im Studio, das war auch ein super Erlebnis und ich habe jetzt wieder so lachen müssen wie das her, weil mich das erinnert hat an die Aufnahmen. Also wir sind teilweise dort niedergebrochen. Es war so lustig, der Peter hat so spontan viel herumblädelt und das ist einfach super geworden. Der eigentliche Gag ist aber dann das Video. Der Peter hat einen ORF-Kollegen, den Michi Stiller, im AKH besucht. Dem ging's sehr, sehr schlecht. Und der Michi Stiller
hat gewusst oder hat gehört, dass wir den Facebook-Song rausgebracht haben und hat sie angeboten, ein Video zu machen, weil er gemeint hat, er wird den Peter nie vergessen. Es war, glaube ich, der einzige vom Königlberg, der ihn im AKH besucht hat. Das ist ja immerhin was, ne? Und hat sozusagen als Dankeschön hat er das Video mit uns draht. Gut, der macht es fertig, der schneidet es sogar im AKH am Laptop zusammen, schickt es dem Peter. Der Peter ist natürlich ein sehr spontaner Mensch, stellt es sofort auf Facebook. Gut, der Schumi und ich, wir schauen uns das an. Naja, weißt du, da waren noch einige Sachen, wo wir uns gedacht haben von der Synchronisation und da, aber eigentlich liegt im richtigen Moment. Du kannst das eigentlich von spielen. Ich merke es auf der Bühne, wenn wir irgendwie auftreten, er weiß genau, welche Nummer gerade als nächstes kommen muss. Das ist ein Instinkt, den er hat. Gut, er gibt das Video online. Und wir schreiben noch, der Schumi, halt es zurück und mach das nicht und wir hätten da noch was zum Ausbessern und so weiter. Und er sagt, er schreibt uns dann irgendwie völlig fassungslos, Burschen, das kann ich nicht mehr machen. Da tut sich was, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe ja schon öfters Videos eingestellt, online und so weiter, aber das tut sich und das sehen so viele Leute und das, da tut sich was. Und ich denke mir, naja, ich meine, wenn der Peter Raab ein Video einstellt, dann ist schon klar, dass das halt einmal 2000 Leute sehen oder so. Gut, wir lassen ein bisschen Zeit vergehen. Ich beobachte das vollkommen fassungslos. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben, glaube ich, einen österreichischen Rekord aufgestellt, den sie a Christine Stürmer, ein Gabalier, ein Julian Le Play, alle, die heute auch gesagt sind, wirklich wünschen würden, nämlich, dass ein Video auf Facebook sich in kürzester Zeit über 10.000 Mal weiterteilt. Wir haben also über Nacht 600.000 Klicks gehabt. Genau. Am nächsten Tag dann waren es, glaube ich, schon 1 Million. Es haben dann schon die Zeitungen angerufen. Der Peter hat dann schon bei Ö24 Interviews gegeben und so weiter. Also es hat sich etwas getan, das war einzigartig in Österreich. Dieses Video hat sich weiter verbreitet in Windeseile. Der Schumi und ich, wir sind immer ruhiger geworden. Sagt Peter, vollkommen richtig, hat schon passt. Und ja, das gehen wir dem Michi Stiller auch verdanken, dass er dieses Video gemacht hat. Und das gibt's nach wie vor. Auf YouTube sind wir aber kleine Fische. Also das hat sich vor allem auf Facebook weiter verbreitet. Ja, wir haben damals auch festgeteilt auf Radio und überall und ich ja. Jetzt wir haben eine zweite Nummer dann gebraucht. Nicht? Also yeah. Der Benji ist dann zu mir gekommen, der hat mir einen Text gezeigt von einem Freund von ihm und hat mir eine Melodie vorgesungen und ich habe gesagt, ja, das gibt's aber schon. Also das ist ein reines Plagiat. Nicht? Und das war dann klar, wir müssen an der Melodie arbeiten und da habe dann ich mit ihm gemeinsam eine eigene Melodie zu diesem Text dazu gemacht. Und die Nummer hat dem Peter sofort gut gefallen. Er kann sich keine Namen merken, ist ja wirklich lustig. Ja. Und das Lustige war, wenn ich jetzt denke an den Gary Lux, wie wir im Studio halbwegs niederbrochen sind, wie der Peter immer wieder was dazwischen einredet, du wirst das gleich hören, wo wir gelegen sind. Ja. Und haben gesagt, das muss genau so muss das sein. Und ich muss dazu sagen, normalerweise magst du ja ein Instrument nach dem anderen. Wir haben das so gemacht beim Gary Lux, wir haben uns hingestellt und haben das miteinander eingespielt. Also das ist etwas ganz Seltenes in der heutigen Zeit. Ja. Aber ich glaube, es klingt auch so spontan und gut und mit einem Schumi und so weiter kann man das auch wirklich machen. Na gut, dann rufen wir mal rein. Er kann sich keine Namen nehmen. Genau. Ich kann mir leider keine Namen merken. Dagegen sträubt sich einfach mein Verstand. Namen merken gehört nicht zu meinen Stärken. Dafür bin ich sonst recht gut benannt. Er kann sich einfach keinen Namen merken. Kann ich nicht. Dauernd bringt er alle durcheinander. Drum hast er vorher jede bei ihm Schatzi. Damit der Sport er sich so allerhand. Egal ob Mietzi, Gerda, Valerie. Ich merke mir zwar auch jedes fesche Mal, aber die Namen dazu merke ich mir leider nie. Er kann sich einfach keinen Namen merken. Nicht einmal an. Dauernd bringt er alle durcheinander. Drum hast er vorher jeden bei ihm Schatzi. Merke ich mir auch nicht. Damit der Sport er sich so allerhand.
kann man einfach keine Namen merken. Was soll ich, ich kann da wirklich nichts dafür. Ich hab doch ehrlich andere Stärken. Schau, Schatzi, du weißt eh, ich kehr nur dir. Er kann sich einfach keinen Namen merken. Rudi? Dauernd bringt er alle durcheinander. Drum hast er vorher jene bei ihm, Schatzi. Damit der Sport er sich so alle hat. Er kann sich einfach keinen Namen merken. Dauernd bringt er alle durcheinander. Schatzi, damit der Sport das sich so alle hat. Damit der Sport das sich so alle hat. So, liebe Freunde, jetzt haben wir kurz einen Tonausfall gehabt, das heißt, liegt nicht in unserem Bereich, das war irgendwo da die Wolken. Das Problem war, wir haben jetzt gerade gefragt, ob es einmal möglich wäre, dass wir den Peter Rapp vielleicht da haben, weil irgendwo haben wir den ja, alle haben wir schon da gehabt, außer Peter Rapp. Das wäre schön, ihr müsst es einfach fragen, also ich glaube, da sind 2 Stunden Lachen garantiert. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wir kennen ihn nur, wenn wir mit den Kindern Auftritte haben, wo er uns praktisch anmoderiert. Und dann nachher... Kann man gut vorstellen, an einem Mittwochabend, dass er sich da Zeit nimmt. Ja. Gut, dann zurück wieder von den Motorbienen über den Peter Rapp zu den Ausstupser, zu deiner CD. Ja, wie gesagt, erste Nummer, die ich rausgebracht habe, war Mein Engel auf Erden bist du. Das war nicht leicht zu überbieten, wenn man eh schon ein tolles Liebeslied an seine Frau schreibt. Aber dann sind wir irgendwie auf der Donauinsel spazieren gewesen, wie wir es immer tun, wenn wir so Zeit haben. Wir gehen nur den kleinen Steg rüber, wir haben so ein Kleingartenhaus und gehen da bei der Donau spazieren. Und ich habe sie so von der Seite angeschaut und haben mir gedacht, das ist eigentlich toll, wenn ich 30 Jahre mit einer Frau zusammen bin und mich immer wieder aufs Neue in sie verliebe. Und da habe ich mir gedacht, die nächste Nummer muss heißen, ich gebe die nimmer her. Und die werden wir gleich hören, eine schöne, langsame Nummer. Der Andi Radovan spielt ein herrliches Slide-Gitar, lasst euch überraschen. Martin Bayer, ein wunderbarer Keyboarder, der auch mit ganz, ganz tollen Musikern in Österreich zusammenarbeitet, hat das Klavier gespielt und das ist wirklich eine schöne, ruhige Nummer. Du machst den Donaustrand für mich zur Côte d'Azur. Wann wir wie jede Woche Hand in Hand herumflanieren und färbstverbrannte Wiesen dann in sattes Grün. Wann du was Schönes erzählst und ich mich ganz in deiner Stimme verliere, dann schau ich dich ganz leise von der Seite an und denk mir, ist es wirklich wahr, ich bin der Mann. Bin wie ein Teenager in Love und ich bedauere wirklich sehr, aber ich geb dich nimmer her. Wir haben uns jede Farbe des Regenbogens geschenkt, haben uns oft befetzt und gleich drauf wieder doch versöhnt. Zwei Stadtrandkinder mit einem Traum, ja, das waren wir. Liebt und jung und meistens hat uns auch das Leben verwöhnt. Sind auch manchmal alle Sterne vom Himmel gefallen. Du hast sie aufgehabt und sie zurückgeschickt hoch ins All. Du bist mein Licht und ich brauch jeden Tag von dir ein bisschen mehr. Und was ich geb dir nimmer, nie und nimmer. Thank you.
viel Abenteuer haben wir schon erlebt. Den größten Blödsinn hast du mitgemacht, das vergiss ich dir nie. Hab's übersehen und viel zu selten überlegt, warum das letzte Stück am Teller immer überbleibt für mich. Und komm ich noch einmal auf die Welt als kleines Kind, ich such dich, bis ich dich im Kindergarten find. Ich geh mit dir durch Schnee und Regen, wann's sein muss, durch ein Flammenmeer, weil ich geb dich nimmer, nie und nimmer, ich geb dich nimmer her. Das haben wir natürlich ausspüren müssen. Eine wunderschöne Nummer. Und einige unserer Hörer bekommen natürlich gleich feuchte Augen. Na schön, wenn sie jemand. Ich freue mich auch immer, wenn das zum Beispiel wäre, da gibt es so verschiedene Foren auf Facebook, zum Beispiel Austropop. Ja. Und ich sehe dann immer, wenn das irgendwer teilt und widmet es seiner Frau, da kriege ich dann feuchte Augen, wenn jemand so mein Lied so in sich aufnimmt und das seiner eigenen Frau widmet. Das ist was Wunderschönes. Ja, das glaube ich. Das ist dann ein schönes Gefühl natürlich. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass dann du auch die Feuchten ankriegst und die hast du ja auch vorher schon bekommen, wie du erzählt hast von deiner CD. Das fasziniert mich dann immer wieder. Ja, jetzt haben wir ja sehr, sehr viel heute schon von dir gehört und erfahren. Was mich noch so interessieren würde, was macht der Harry Kutscherer, wenn er mal nicht probt, kein Lied schreibt? Gibt es irgendwelche Hobbys oder ja, also ich bin nebenbei einmal Tennistrainer, mache 3 Tage in der Woche in Klosterneuburg, da habe ich so Kindergruppen und das möchte ich unbedingt weitermachen. Ich muss eh schon sehr einschränken wegen der Musik, aber es macht einfach unglaublich Spaß. Und noch dazu, ich werde für Bewegung ein bisschen bezahlt. Das ist ja auch nicht schlecht. Andere gehen ins Fitnessstudio und ich gehe halt am Tennisplatz. Das ist das eine. Das andere ist, ja, also Sporteln tue ich gern. Ich habe die Donauinsel gleich neben mir. Da ist das, es hat ja immer alles 2 Seiten. Das Hochwasser hat vielen Leuten einen großen Schaden angerichtet im Haus. Für mich war es wieder Glas, weil das hat so viel Sound gebracht auf die Donauinsel, dass es hier Sandstrände gibt, das glaubst du nicht. Ich zeig's dir lieber nicht, weil sonst liegt's hier dann auch alle dort. Aber da habe ich geheime Strände, wo ich mich jetzt schon gefreut, dann im ab Mai oder so kann man dann schon dort liegen und herrlich schwimmen in der neuen Donau. Das mache ich sehr gern, weil das ist alles bei mir ein Katzensprung. Und was ich dann auch gern tue, den Sonntag so richtig zelebrieren und genießen, da bin ich mit dem Frühstück dran. Also wir frühstücken immer im Bett, die Susi und ich. Im Normalfall die ganz 6 Tage kriege ich das Frühstück serviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Sonntag bin ich dran, da ist sogar Zeitung holen auch noch dabei im Gesamtpaket. Das bringe ich dann alles auf, sie warten schon im Bettel. Und da haben wir so, da zelebrieren wir das Ganze und da hole ich oft die alten Platten aus dem Keller, wo wir dann so ein bisschen Jazzmusik machen nebenbei. Einmal wirklich was anderes, weil ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Austropop, mit Motorbinnen etc. Da gehört einmal was anderes her. Und da habe ich ein Lied gemacht, das heißt Jazz am Sonntag und das behandelt das Thema. Und der Andi hat ein wunderbares Arrangement gemacht. Hört sich das an. Deiner Freundin, dass du krank bist und deiner Mutter, dass sie später kommen soll. Die Welt da draußen kann uns gern haben. Wir bleiben im Bett und wir genießen wieder mal. Dreh die Musik auch so wie früher, damit der Nachbar mal was Feines hört. Wann der George Benson die Gitarre spielt und der Dave Brubeck Jazz, so wie es ist, kehrt. Der Tag auf
oft im Fünfvierteltakt des gut pulsierten Swing, der gerade ab und Sonn, die zu uns unterdecken kinkt. Jazz am Sonntag, Erdbeereis und Sekt, die Welt steht hell am Kopf und wir bleiben nur im Bett. Jazz am Sonntag, Eierspeis mit Speck, rosa Luftballons und schräge Töne, alles gedeckt. Aus dem Keller, die alten Master jatzen grandios. Unser Herzschlag wird dann schneller. Wenn der Louis Armstrong spielt, geht's richtig los. Count Basie, Billy Holiday, Miles Davis und Glenn Miller, Duke Ellington und noch viel mehr sind heute bei uns im Zimmer. Jazz am Sonntag, Erdbeereis und Sekt, die Welt steht hell am Kopf und wir bleiben nur im Bett. Jazz am Sonntag, Eierspeis mit Speck, rosa Luftballons und schräge Töne, alles gedeckt. Fitzgerald und Glenn Miller, Benny Goodman und noch mehr sind heute bei uns im Zimmer. Jazz am Sonntag, Erdbeereis und Sekt, die Welt steht heute am Kopf und wir bleiben noch im Bett. Jazz am Sonntag, Eierspeis mit Speck, rosa Luftballons und schräge Töne, alles gedeckt. Wird mir auch sehr gut. Danke. Der Eberhard Forcher hat uns da sehr gelobt für die Nummer und auch für das Arrangement. Und hat mich auch gefreut, wenn so ein alter ORF-Hautegen uns lobt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du bist ja viel unterwegs. Griechenland haben wir jetzt schon gehört. Ja. Italien, ja, Meer, Strand, so, Sonne. Ich bin so ein Mittelmeer-Fan. Das Mittelmeer, glaube ich, ist einer der schönsten Lebensräume auf der ganzen Welt. Ich liebe Olivenbäume. Ich mag die Mentalität und ich habe eh vorher erzählt, dass ich ja teilweise immer ein halbes Jahr am Mittelmeer war, durchgehend. Und du nimmst von dieser Mentalität ein bisschen was mit. Das Wellenrauschen die ganze Zeit. Also ich bin immer so gewohnt, direkt am Meer. Du hast Tag und Nacht ein halbes Jahr Wellenrauschen. Das macht dich so ruhig und ausgeglichen. Und wir haben das immer zelebriert, wenn wir so ein Team benannt waren. Wir haben uns immer hingesetzt am Abend, jeden Tag Sonnenuntergang angeschaut. Zelebriert mit Cocktails und an Whisky getrunken und so. Weil das einfach jeden Tag ein bisschen anders war. Man glaubt's ja nicht. Ja? Nein, schon schön. Und Österreich, Berge und so. Ja, das ist, habe ich in den letzten Jahren dank meines Schwagers entdeckt, weil der hat sich viel Geld gehabt und hat sich eine Wohnung in Bad Mitterndorf gekauft, im Ausseerland. Und weil er halt gern langlaufen tut und gern in dieser Gegend ist. Und die Susi und ich, wir dürfen diese Wohnung benutzen, wenn wir wollen. Und das nütze ich sehr. Also ich bin, wenn es nur irgendwie geht und ich habe ein Wochenende frei, bin ich schon dort. Weil da gibt's den Grundlsee, da gibt's den Altausseer See. Altausseer ist ein magischer Ort. Also da gibt's Strände und diese Trisselwand hinter dir. Wenn du dort bist, das ist Energie. Und das ist mitten in Österreich. Das ist auch geografisch genau in der Mittelpunkt von Österreich. Und das ist so meine Welt. Und wie eines Tages da auf den Loser aufgehe, ist mir ein Lied eingefallen, das klingt schon fast sehr rustikal, da wird sogar gejodelt auf bei der Nummer. Der Andi spielt aber mit der übersteuerten E-Gitarre, jodelt er auch. Und dann haben wir einen Steirer aufgetrieben, der fantastisch Akkordeon spielt.
der auch im Musikantenstadl schon öfters gespielt hat. Also es ist eine lustige Nummer. Wie du schon merkst, die Nummern sind sehr unterschiedlich, aber alles ist eigentlich Harry Kutscherer pur und 100% ich selbst, was ich wirklich aus mir heraus fühle. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, ruf mal meine, wenn ich in die Berg bin. Ich bin ein Kind aus der Großstadt, wo sich ein Fremder verirrt, wo jeder Hügel ein Berg ist, aber kein einziger bliert. In der U-Bahn zur Stoßzeit steigt mir einer auf die Schuhe. Ich fahr's aus Bock, mein Rucksack, sonst trau ich noch durch. Weil wenn ich in die Berg bin, drum auf der Hecht, im Himmel ganz lang ist alles so schön. Streb frei wie ein Adler den Gipfelkreuz zu, und dann in der Hütte sind alle per Du. Schnapser und zum Abschied ein Lied mit einem Gefühl, ein ganz Bock am Felsen und alles ist so still. Ich geb da ein Busserl, meine Freude ist so groß, nur die Sonne geht bald unter, wir müssen dann los. Wenn ich in die Berg bin, drum auf der Hecht, ganz noch ist alles so schön. Streb frei wie ein Adler dem Gipfelkreuz zu, und dann in der Hütte sind alle der Du. Ich komm sicher wieder, ganz oben ist das Ziel, nur wo die Adler daheim sind, hab ich so ein Gefühl. Ganz, ganz liebe Grüße von Tom Reno, ein Musikerkollege aus Deutschland, der wahrscheinlich heuer einmal in Wien oder in Österreich aufschlagen wird, auf was wir sich ja schon sehr gefreuen. Wir sind eh schon beim Verhandeln und miteinander plaudern. Und der gibt da einen Kommentar ab zu dem Lied, ich gebe den immer her. Und er schreibt, schöner Song, und man spürt, dass so ein Song nur aus dem Herzen entstehen kann und braucht keine große Vorbereitung. Hut ab, lieber Harry. Danke, danke. Also unbekannterweise. Herzlichen Dank. Das heißt, wir werden alles, wenn wir Besuch kriegen von irgendwelchen Musikern oder Künstlern, werden wir da immer schreiben, und wenn du nicht gerade irgendwo liegst am Strand von Italien oder in den Bergen bist, kannst du natürlich jederzeit auch... Das lese ich überall gern, das ist wurscht. Eine Frage nur so am Rande, du weißt ja, wir heißen ja Country Radio Revolution. Ja. Sagt dir eigentlich das was Line Dance? Sagt man natürlich was, nicht? Wir haben ja einige Nummern gespielt bei den Motorbinnen, wo dann plötzlich so die Country-Szene da war, ja, und haben Line Dance dazu gemacht. Mir gefällt es insofern gut, weil ich ja das aus Griechenland kenne, diese Gruppentänze, ja, wo sie sich in Griechenland so, die nehmen sie an der Schulter. Ja, ja, ja. Du, wenn wir jetzt gerade bei Griechenland sind, ja, darf ich dich bitten, ich habe eine Nummer, wo ich Griechisch singe. Gut, weil ich habe eine griechische Band, die ich seit 2000 habe, also auch schon wieder 16 Jahre, die heißt Mythos.
Das Lied heißt Franco Siriani, ist 100 Jahre alt. Das ist die vierte von unten. Schau. Aha, du schon, ja. Genau. Und das ist, da singe ich einmal Griechisch. Also das ist irgendwie vielleicht ganz lustig. Ja, da können wir sie auch hören. Weil wir früher über das gesprochen haben. Genau, haben wir früher auch gesprochen. Was verstehst du davon? Ich weiß, um was es okay, geht. Okay, passt. Gut, ja. Dann viel Spaß, Harry Kutscherer auf Griechisch. Natürlich haben wir mitgetanzt bei uns im Studio. Heute nicht Leindance, sondern Sirtaki. Gut, dass keiner gefilmt hat. Ja, genau. Wenn es jetzt eine russische Nummer ist, müssen wir Kasachok auch machen. Das war ganz blöd. Also, liebe Papsi Wallner, Sport haben wir heute genug getan. Und wir haben früher gerade ausgemacht, dass ich jetzt einmal mit Harry Kutscherer Tennis spielen gehe, weil du weißt, ich bin ja gerade. Wir haben übrigens heute kein Cola da und keinen Kaffee. Jo. Immer aus der, das ist meine Fitnesstrainerin, seit sie mich trainiert, habe ich 5 Kilo zugenommen. Ich verstehe, ja. Gut, zurück zu den Ursprüngen. Da gibt es ja auch ein Lied, eine Nummer von früher, die ja recht lustig vom Titel her klingt, aber da haben ja lauter namhafte Musiker mitgemacht. Ja, das war wirklich eine lustige Geschichte. Da habe ich 1994 meinen ersten Plattenvertrag gekriegt. Und wir haben den Chef von dieser Plattenfirma so weit bekommen, dass wir die Produktion auf Mauritius aufnehmen konnten. Also wir sind dann nach diesem Erfolg, den wir jetzt hören, das ist auf Radio Burgenland immerhin Nummer 1 gewesen,
Damals haben wir dann nach Mauritius fliegen dürfen und dort in einem tollen Studio aufnehmen. Da war schon der Andi Radovan dabei, sein Bruder der Christian Radovan, ein fantastischer Jazz-Bossanist, der auch die Produktion damals geleitet hat. Die Petra war, ist mitgeflogen. Von einem Chauffeur, und der wir haben dort eine herrliche Woche in die Berge. Also du kannst dir vorstellen, für einen Harry Kutscher aus Favoriten war das eine große Sache. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und diese Nummer, mit der, die haben wir allerdings in Wien vorher aufgenommen, die heißt Eieiei, ich will nur baden gehen. Heute in der Sendungsvorbereitung habe ich natürlich geschaut, was habe ich so gemacht, weißt du, wenn du ein Porträt machst. Und ich habe mir gedacht, es ist ja irgendwie fast ein bisschen peinlich gegenüber das, was ich jetzt mache, auch vom Text her und so. Ich habe die Nummer auch nicht geschrieben. Aber ich muss da sagen, es ist ein Teil meines Lebens, es hat Erfolg gehabt, es ist im Radio gelaufen und warum soll man es nicht spielen? Ja, es ist eine lustige Erinnerung, da hat mitgespielt Bumi Vian, ein fantastischer Jazz-Boss, Jazz-Trompeter, einer der besten aus Österreich, ist leider schon gestorben, der Rance Newland, tolle, tolle Leute, ja, der Christian selbst hat zur Posaune gegriffen, also eigentlich fantastisch für so ein Schlagerlirl, ja. Spielen wir es einmal, ist ganz lustig. Ja,
Ja, alle, weil wir könnten schon wieder singen, baden gehen, Straßhof, Poolparty. Genau. Lieber Harry, bist du natürlich auch gerne eingekrückelt? Ich bin dabei. Grillen. Du weißt, ich hab's nicht weit und genau. Ich gehe gern baden. Gitarre mitnehmen und machen wir eine Session in Straßhof. Und genau. Das ist ja gleich um die Ecken vom Frankie vor dem, ja. Das ist in Straßhof. Dann die Gabi, die ja momentan auf Erholung ist. Gabi Simon Bosch war auch schon da bei uns im Studio. Also Straßhof ist ja sehr gefragt. Und selbst die Marina und Nashville und alle werden da kommen. Mache ich, aber du musst mir versprechen, ich darf dann meine italienischen Songs auspacken. Das die hat mir der Peter Rapp auch drauf, aber ja. Es ist versprochen, das können wir auf alle Fälle machen. Und einige unserer Hörer werden sicher mit mir schimpfen, wenn mich schon alle einladen, mit dem ersten Tag wahrscheinlich. Momentan sind wir so auf die 30. Na, machen wir eine 3-Tages-Party, das passt. Das wäre eine gute Geschichte, ja. So, liebe Freunde, die 2 Stunden sind heute wieder wie im Fluge vergangen. Ich muss auch sagen, Wahnsinn, was da heute wieder los war. Irrsinnig viele Leute, die da mitgeschrieben haben. Viele Fragen haben wir heute gehabt. Und ihr habt natürlich super Musik wieder gehört mit einem ganz anderen lieben Gast. Wenn ihr in Harry Kutscherer natürlich buchen wollt oder was, wie gesagt, wir haben alles schon erklärt. Homepage können wir da noch posten. Also auf alle Fälle kontaktieren, es zahlt sich aus. Und ganz, ganz ein toller Musiker und ganz ein lieber Mensch. Aufhören jetzt. Nein, mich freut, dass man sich heute nochmal kennt. Kurt, ich sage euch wirklich herzlichen Dank. Es hat so Spaß gemacht, bei euch zu Hause sozusagen hier im Studio zu sein. Und danke, es ist so eine Anerkennung und diese Aufmerksamkeit, die ich da von euch kriege. Ich muss mich wirklich bedanken. Bei euch, bei der Silvia, bei dir, Kurt, und bei allen Zuhörern. Ja, und wir haben auch dir zu danken und eigentlich allen österreichischen Musikern. Und wir haben ja auch schon Deutschland da gehabt und Schweiz Telefoninterviews. Also ganz, ganz toll. Und LCR-Radio, du weißt ja, LCR-Radio spielt natürlich rund um die Uhr. Das heißt, wir haben am Dienstag Hartmut Fensch, wir haben am Donnerstag Themensendung, am Freitag ist der Österreicher-Tag, wo nur Musik gespielt wird von österreichischen Musikern. Sonntag haben wir jetzt ganz was Neues, Harry Schalk, Line Dance, für alle Line Dance-Interessierten, immer mit ganz, ganz super Musik zum Tanzen für euch. Ja, Mittwoch mir live mit unseren Gästen bei Country Radio Revolution. Ja, heute in einer Woche haben wir keinen Gast hier, heute in einer Woche sind wir wieder für euch da mit Wunschkonzert. Das heißt, da hat die Silvia niederschreiben, wünscht euch, ich habe es eine Woche Zeit, es ist auch eröffnet, ab sofort könnt ihr schreiben, was ihr gerne dann gespielt haben möchtet. Alles kein Problem. Ganz wichtig, Wiederholung von dieser Sendung, die ist am kommenden Freitag von 10 bis 12 Uhr oder am Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Und für unsere amerikanischen Freunde, wenn sie mal gute österreichische Musik hören möchten, dann am Montag um 1 in der Früh. Also die können da auch zuhören. Das ist ganz eine tolle Sache. Ansonsten bleibt mir nichts über, mich noch einmal bei dir bedanken. Wir haben irrsinnig viel erfahren über die viel super Musik gehört. Wünschen dir jetzt schon viel Erfolg auch mit deinem neuen danke, Album. Danke, ja. Sobald du das hast, werden wir da promoten da und super. Außer teilen, was nur so geht. Und wenn wir die CD dann haben von Harry Kutscherer, vielleicht könnt ihr es auch über uns dann kontaktieren, wir werden das gerne weiterleiten. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Ich hoffe, dass dann überall stehen wird, ja. Also dass wir da einen schönen Vertrieb finden. Ja, und ansonsten wie immer um die Zeit, die gesund sind, auf gar keinen Fall krank werden und die krank sind, sind ja leider sehr, sehr viele, ganz, ganz schnell wieder gesund werden. Ganz ein dickes Busserle von mir. Danke an die Silvia, die heute sogar mit gesungen hat. Wir werden sie das dann natürlich auch noch anhören. Bevor wir es veröffentlichen. Genau, weil ich meine Schwafelsong wieder einmal, wie man so schön sagt. Und ansonsten gute Nacht, dicks Busserle, bis in einer Woche und die letzten Worte und die letzte Nummer für heute. Gern wieder unseren Gast. Heißt Harry Kali nicht eine gute Nacht. Das wünsche ich euch jetzt. Gut. Kali nicht a gute Nacht. Es ist vorbei, es ist vollbracht. Wir haben die Sonne gesehen und auch die Sterne haben zu uns gelacht. Kali nicht a gute Nacht. Wir haben die Sonne gesehen. Und da die Sterne haben zu uns gehocht. Kali nicht a gute Nacht.
alle Nichter, es ist aus. Und ich hör noch den Applaus. Wir haben das Beste gegeben und alles, was wir tun kann, gemacht. Kalli Nichter, Kalli Nichter, gute Nacht. Wir haben das Beste gegeben und alles, was wir tun kann, gemacht. Kalli Nichter, Kalli Nichter, gute Nacht. Kalli Nichter, es wird still. Es gibt nichts mehr, was ich will. Ein Zigaretten noch, auch und wenn, dann haben wir's geschafft. Kalli Nichter, Kalli Nichter, gute Nacht. Ein Zigaretten noch, auch und wenn, dann haben wir's geschafft. Kalli Nichter, Kalli Nichter, gute Nacht. Kalli Nichter, schlaft's gut ein. Lass uns im Traum noch bei euch sein. So viel Lieder gespielt und mit euch gefeiert und viel gelacht. Kalli Nichter, Kalli Nichter, gute Nacht. Hab so viel Lieder gespielt und mit euch gefeiert und viel gelacht. Kalli Nichter, Kalli Nichter, gute Nacht. Show. Go and a go, go and a go.
the show. Go ahead, go. Southbound train.